Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sims 4 Multiplayer mit Bowie und mir. Ja, wir bereiten uns gerade schon für den Tag vor. Ich wollte noch was essen und dann wollte ich in unseren neuen Café gehen und mal aufmachen und gucken, wie es dort läuft. Ich weiß es nämlich noch nicht ganz. So, ich würde gerne da noch Teile plündern, bevor ich gehe und... Ja, Spaß, Blase. Vielleicht gehe ich nochmal auf Toilette. Das ist vielleicht ganz gut. Habe ich noch genügend. So, das reicht mir aber. Nee, da möchte ich nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal gucken. Was war denn nochmal? Nee, das war schon richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorgestern auch gemacht haben, weil wir eine längere Pause dazwischen hatten. Aber es ist schön, dass ihr wieder einschaltet. Und ja. Wir sehen einfach mal, dass wir jetzt von uns... So, mal sehen, wenn ich das öffne, was wir für Gestalten bekommen heute. Unsere Bewertung, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben hier noch einen Koch momentan beschäftigt. Wir wollten ja noch theoretisch... Brauchten wir noch einen Kellner? Oh ja. Definitiv, ja. Stimmt, ich glaube, wir brauchen noch einen Kellner, aber bitte nicht Christian Katzenohr. Ja. Wie heißt der Nachname nochmal? Hatte ich nicht vor. Wir öffnen jetzt einfach mal und gucken, dass wir vielleicht ein paar Gäste bekommen. Oh, da ist die eine schon mal. Sehr schön. Gucken wir mal, wie sehen die denn aus? Momentan, sie kochen halt noch nicht sonderlich gut. Was aber auch ganz okay ist. Guck mal, Maya Winter könnten wir einstellen. Aber sie ist nicht so mein Geschmack. Ich finde, wir bräuchten hier eigentlich noch jemand, der so ein bisschen jünger ist, oder? Also so... Eigentlich schon, ja. Ich meine, theoretisch haben wir ja eine etwas exotischere Frau. Die hier, Eva. Und Maya Winter... Wollen wir sie mal antesten und gucken? Mach einfach, ja. So, wir gucken einfach mal, ob sie, wie das so wirkt. Ich meine, wenn es uns nicht zusagt, schicken wir die direkt wieder heim. Ja, wir haben auf jeden Fall den, unser Kenner auf jeden Fall, ne? Mit diesem Gang, voll cool. Ja, stimmt, da war ja was. Und wir haben einen Alien, also unser Personal ist momentan recht gut. Ja, also, ja. Die Hälfte des Personals ist echt gut. Ich finde wirklich, sie sieht... Hä? Sie ist aber echt schlank, also sehr dünn, sehr, sehr ja. dünn. Du weißt ja, dass ich so auf Frauen stehe, die eher ein bisschen... Was hat ein Oberschenkel? Ja, wir können das nicht ändern. Wir können ihr nicht sagen, ja, ess mehr. Ess mehr, komm. Oh, guck mal, sie fände ich schön. Sie würde ich gerne einstellen. Hier, wer bist du? Kann man nicht rechtsklicken und sagen, nee, aber... Hier, bitte arbeite für mich, Management. Nee, geht nicht. Na. Ist gemein. Das wäre doch mal... Ist vielleicht eine neue Person hinzugekommen, ne? Oh. Ich begrüße sie aber mal. Herzlich willkommen hier in Villa Bovino. Haben wir die so genannt? Die Villa? Nein, haben wir nicht. Ich guck mal nach, was Bovino bedeutet. Guck mal, sie fände ich jetzt auch noch okay. Wenn sie sowas Unschuldiges hat. So, mal sehen. Wir mussten es ja leider umändern, dass wir Schwimmsachen von den Kunden erwarten. Weil das Problem ist, dass so einige Schlafanzüge... Wir kriegen sonst Leute bei uns zu Besuch, die halt Schlafanzüge tragen. Wir wollten aber Dessous. Und das kann man leider nicht einstellen. Das ist schade, aber das ist quasi ein Kompromiss, mehr oder weniger. Genau, Badekleidung ist auch in Ordnung. So kann man auch quasi... So, mal sehen. Wäre natürlich auch noch cool, wenn wir hier noch irgendwo einen Pool bauen würden, oder? Also so, ich weiß gar nicht, ob der genutzt werden würde. Aber das fände ich so als... Wobei wir uns ja eigentlich schon ab... Hä? Villa Bovino heißt Rinder... Warte, Rindervilla. Autsch!
Ist das nicht so der schönste Name für eine Gastronomie? Ja, ein Ja. Café. Herzlich willkommen im Schlachthaus. Ja. Ah, ja. Ist das, ob das ihre Schwester ist? Diese Alien-Frau? Ich denke nicht, oder? Aber eins steht fest, in diesem Anzug hat sie voll große Brüste. Ja. Das ist, als wären sie aufgeblasen. Guck mal, sie hat sich vor der einen erschreckt. Vielleicht entweder ist das ihre Freundin oder die Frau ihres Liebhabers oder so. Wir haben noch keinen Umsatz gemacht. Warum nicht? Wo ist unser Koch? Warum? Könnt ihr ein bisschen mehr arbeiten oder so? Vielleicht noch einen zweiten Koch einstellen? Ich weiß nicht, ob. Sind Guck jetzt mal. auch nicht so dolle. Hast du gesehen, die zwei Köchinnen halt? Die sind schon zwei Guck mal. Senioren. Ich glaube, ich tu dir jetzt entlassen. Dann mag sie mich zwar nicht, aber. Geh mal mit Ja, ihr reden. wir mögen sie dann auch nicht ganz. Ja, ich muss halt die Stelle erstmal. So, mal sehen, ob ich die jetzt einfach einstellen kann. Oh, ich hatte gerade einen Schreck. Ich dachte, die ist jetzt weg. Ja, ich auch. Mein Gott. Stell mir die mal ein. Das ist dann schon eher so. Arbeitet sie nicht bei unserem anderen Lokal? Bin mir nicht sicher. Wir werden sie gleich sehen, vielleicht irre ich mich auch. Hatte ich sie nicht entlassen? Weil. Nee, guck mal. Maki Maki ist ja war oder die, wer? ja. Aber Mira sieht ähnlich. Guck mal, sie kommt gerade. Ja, sie, aber immerhin, Ja, sie okay, hat ein nee. bisschen mehr um den Hüften. Das ist doch schon ganz schön. Das ist ein gebärdenfreudiges Becken. Das soll ja auch so ein bisschen obszön wirken. Finde ich. Und da passt es denn ganz gut. Ihr habt ja auch sicherlich bemerkt, dass früher die Malerinnen ja auch dickere Frauen gemalt haben, weil es auch einfach so, ich werde jetzt Gina noch hier einstellen als Köchin. Dann haben wir so ein bisschen so eine bunte Mischung von allen. Gina in die Suess, okay. Naja, aber ist doch okay. Die Geschmäcker sind verschieden und alle Für alle Männer und Altersgruppen. Frauen, egal wie sie aussehen, finden schon irgendwo ihr Topf. Und hier kommt halt alles zusammen. Wir akzeptieren jeden. Außer er arbeitet nicht gut. Keine Vorurteile und so. Genau. Aber ich will halt trotzdem, obwohl ich, ja, ich will halt so ein bisschen bunte Mischung reinbringen. Das ist mir schon sehr wichtig. Das sieht so geil aus, ne? Guck mal, jeder so unterschiedlich Ich würde gekleidet. jetzt halt nicht gerne wollen, dass alle Rentner werden oder so oder alle total gleich aussehen. Das können die in anderen Geschäften machen, aber ich möchte das hier nicht so. Hast du sie als Köchin eingestellt? Ja. Da kann ja sein, dass sie nicht kommt, oder? Weiß nicht. Weil wir nur einen Platz haben, Oh, ja. eine Koch Danke, dass du das Person. sagst. Ja. Wir müssen natürlich noch einen zweiten Kochplatz packen. Aber ich bin hier unten rechts. Oh nee, das ist Sachen. Wir müssen erstmal was umbauen. Wie mache ich das jetzt? Oder du nimmst unten rechts die ganzen Kartons weg, weil die nehmen nur Platz ein und dann stellst du das dahin. Da, genau. Was hältst du davon? Ja, aber ich brauche so eine Wand. Und ich habe gerade mal flugs vergessen, wie ich eine Wand baue. Ist das hier überhaupt möglich? Weil wir im. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Wie baue ich hier eine Wand? Oh Gott, ich habe alles vergessen hier. Ach, das meinst du? Nein, nein, nein. Ich will ja einfach nur, dass die Kamera hier noch unten. Mann. Ich habe keine Ahnung, ob das so reicht. Ich muss mal gucken.
Eventuell musst du vielleicht das Fenster entfernen, ne? Oder was ist das? Das Fenster oder sind das Regale? Na, wir müssen mal. Fenster. Ah, da steht sogar noch was. Muss. Mal, ich probiere jetzt mal. Das könnte ich hierhin machen, aber dann kommt man da halt nicht mehr rein. Dann gucke ich, ob ich das. Ob ich da jetzt eine kleine Tür reinquetschen kann, das wäre natürlich supi. Das ist eine kleine provisorische Maßnahme, die erforderlich ist. Das geht aber nicht. Scheibenkleister. Warum? Wegen der Schräge oder? Oh, okay. Cool. Also, das geht da trotzdem nicht, aber vielleicht geht jetzt die Tür. Theoretisch schon, und wir suchen uns noch eine schönere Tür aus. Aber guck mal, ich sehe gerade, wir haben Die noch ist das ja andere. voll okay. Was siehst du? Auf der Terrasse haben wir auch Sitzplätze, aber da geht irgendwie keiner hin. Ja. Bisschen. Und dann würde ich gerne noch Fenster da reinhauen. Boah, ja. Ich weiß nicht, so kleinere. Ach, die kann ich nicht nehmen. Hier oben darf ich halt auch nicht hinbauen, was? Ja, Ich will ein Fenster! ich glaube, das sind nur Fenster, die an der Fassade angebracht werden können. Ich hätte Ich gerne. will Fenster. Dass man sie beim. Ja, okay. Dann halt nicht. Keine Fenster. Aber gut, dass Bowie gesagt hat, dass wir noch eine zweite Kochstation brauchen. Also. Ja, ob sie heute noch kommt, ich hoffe ja. Ja, werden wir sehen. Mal sehen. Ich nehme es immer nicht übel, wenn es nicht geht. Oh, guck mal. Guck mal, da ist ein Kritiker. Guck mal, der hat voll den Vollbart, ey. Ja, Ein Mann von Welt, er hat einen Bart. könnte mir was abgeben, ja? Ich meine, guck mal, würde ihn auch nicht schaden. Guck mal, wie viel Ich Haare. mach mal gratis das her. Oh. Oder eine findet die Bewirtung hier schrecklich. Wir sind halt auch echt überfüllt, oder? Und sie ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, bald haben wir eine zweite Köchin. Sie macht dann schön. Ja, sie macht alles schön. Tisch überprüfen. Hier gucken wir auch noch mal, dass wir alles überprüfen. Gratis Dessert. Ich frage mich, ob die Alienfrau hier nur ist, weil hier eine Alienfrau arbeitet. Ja, natürlich. Und sie denkt, ja, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Alien begegnest, so random, ne? Gar nicht so niedrig hier. Ah, okay. Oh, eingehender Anruf, ja? Ich bin's, Erika. Wie wär's mit einer Verabredung? Boah. Ich soll nicht Boah. sagen, ich Nein, würde gerne heute arbeiten. nicht. Tut mir leid, ich muss heute arbeiten. Ich muss zumindest den Kritiker hier noch überzeugen. Muss ich gleich mal sagen, ja, hier. Und ich würde gerne zu ihr gehen und ihr ein bisschen sagen, ja, hier. Guck mal, der Kritiker belästigt die Gäste. Fragt wahrscheinlich nur. Also unsere Mitarbeiter, ne, sie sind echt top gekleidet. Haben für meinen Geschmack ein bisschen zu viel an, aber ja, passt. Ja. So. So, er muss. Oh, hört doch mal auf, hier so viel zu kommen. So, keine neuen Gäste zulassen, das reicht mir jetzt auch. Stell dir vor, wenn ein Kritiker kommt und du
sagst einem deiner Angestellten so, ja, geh, zieh dich um. Und tu so, als würdest du essen. Das Essen geht aufs Haus. Und dann soll sie zu ihm gehen und uns vom Essen schwärmen. So, oh. Na, sie setzt sich dann links daneben. Das Essen hat mich heiß gemacht. Oh, ich liebe es hier so sehr. Soll sie mit ihm mitgehen, dass er denkt, boah, das ist ein, da gehe ich jetzt jeden Tag. Ja, wenn er an dieses Lokal denkt, dann denkt er immer so an schöne Erinnerungen, dass da eine Frau angesprochen hat und sie ihn auf sein Bad. Sie soll ihn dann, ja genau, sie soll ihm dann noch ein paar Kinder schenken, dann wird er immer gerne hier zurückdenken und denken, da habe ich die hübsche Frau kennengelernt. Und dann mag sie ihn gar nicht. Guck mal, er hat hier ein Bildchen gemalt. Oder er nicht, aber irgendjemand. Er ist echt dünn, ne? Ja, und guck mal, er hockt hier, obwohl er gar nicht mehr Gast ist. Und er geht einfach nicht. Ist jetzt nicht so ein Dolles. Ja, wir sollen ja auch gehen, wenn wir geschlossen haben. Wir haben einfach die Tür zugemacht. Das ist einfach jetzt... Die jetzt noch hier sind, ist das Essen für morgen. Genau, das wir ist müssen sie dann vorbereiten. Jetzt wird einer nach dem anderen in den Hinterraum. Oh, das ist fies, weil das hat wirklich mal nach dem Krieg jemand gemacht. In der Fleischerei. Der hat die letzten Kunden einfach in so eine Falltür rauskam es, weil einer hat seine Frau dort abgesetzt und sie ist halt nur kurz noch rein und hat was holen wollen. Und sie haben sie nicht mehr lebend rausbekommen. Mann, er hat sie denn in den Fleischwurst. Also als der reinging, meinten sie, nee, hier war keine und dann kam der halt mit Polizei und die haben dann halt die Frau zerstückelt im Fleischwurst gefunden. Aber das waren halt Kriegszeiten, die hatten halt kaum Fleisch allgemein da. Oh, ist ausgestellt. Im Wachsmuseum von Amsterdam ist der Herr ausgestellt. Ich bin so glücklich, dass ich in dieser Zeit geboren wurde, ne? Ja. In einer friedlichen Zeit. Und in einem Land, wo es auch friedlich ist. Ich stell mal vor, die haben da halt echt viele Menschen reingehauen. Und es ist halt nur aufgefallen, weil einer seine Frau dort abgesetzt hat. Was für tragisch. Also es ist ja auch tragisch, weil, hey, er wird sich wahrscheinlich voll die Vorwürfe gemacht haben. So. Ja, wird er, aber auch wenn man ihm sagt, ja, du kannst hat ja keine nicht er kann ja nichts dafür, er konnte es ja nicht wissen, aber ja. So, hätten sie an dem Abend nicht Fleisch dort gekauft, denn, ja. Aber wie der Plan aufging, dass sie einfach niemanden... Oh, guck mal, Genie ist kein Wort, das ich leichtfertig verwende. Dieser Koch ist ein Genie, unterstützt von einer ausgezeichneten Mannschaft. In diesem Restaurant habe ich Gerichte und Aromen genossen, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Sobald ich zu Hause ankomme, werde ich wieder einen Tisch reservieren. Wer hier speist, hebt seinen Geschmacksknospen auf ein neues Niveau. Das lief doch richtig gut. Ja, haben wir doch gut gemacht, haben wir doch. Super, wenn wir jetzt noch hier unsere Köchin einleiten, dass sie das nächste Mal ein bisschen mehr kann. Ach, guck mal, und wir geben ihr auch gleich mal eine Beförderung, damit sie nicht so... So. Hier ist alles supi. Da ist auch alles supi. Super. Dann bin ich voll zufrieden und wir können eigentlich schließen. So, jetzt nochmal schnell die Leute abfertigen, die hier sind. Und dann ab nach Hause. Ich denke, ich werde jetzt einfach jetzt schließen. Ich meine, dann haben die zwar noch nicht gezahlt, aber pff. Oh, guck mal, die haben jetzt gezahlt. Sehr gut. Okay, wenn die jetzt 5 Sterne haben. Lassen wir die halt noch zahlen und dann machen wir aber zu. Er hat gerade irgendwas in Dessert gehabt, ne? Und das hat nicht nur geleuchtet, es sah aus, als würde es brennen, so gut war es. Ja. Sein Essen hat sich einfach in einen Super Saiyan verwandelt, so gut war es. Ja, so geil. Also dann, wir sehen uns. Bis morgen. Oh. Oh, mein Wecker. Marvin ist sehr unzufrieden mit seiner Arbeit. Befördere ihn. Wo ist er? Oh. Guck mal, er will Spiegel kaputt machen. Wir brauchen ihn, er ist cool. Ja, wir brauchen ihn, er ist cool. Sie ist auch unzufrieden. Ja, wir müssen beide neutral. Wir befördern die jetzt einfach mal. Weil das sind unsere
unsere Hauptattraktion. Die befördern wir auch mal. Ja, sie befördern wir auch mal. Du wirst befördert und du wirst befördert. Und du wirst befördert und du wirst auch noch befördert. So, wir können aber jetzt schließen. Sie soll nach Hause gehen. Ausstehende Gehälter 300, Nettogewinn 5000. Lief du wirst da befördert. Du wirst da befördert, aber du verdienst nicht mehr. Genau so machen wir das. Ja, es ist so nur so symbolisch. So ein, ihr seid nein, klasse. Du wirst jetzt befördert zu Kellnerin Rang 2. Mit vielen Level-Teilen. Wie geil, ja. Wusstest du, da muss ich noch kurz was dazwischen hauen. Wusstest du, dass man bei Amazon wirklich befördert, also dass man da wirklich Rangsystem reingehauen hat, wenn du Picker bist? Anhand deiner Schnelligkeit, wenn du lang genug arbeitest, über ein halbes Jahr, damit sind halt alle, die da nur kurzweilig arbeiten, rausgenommen, kannst du wirklich leveln. Umso mehr du dort arbeitest und umso schneller du wirst ja mit der Zeit schneller, kommst du denn, ist nur so ein symbolisch. Es ist, hat nichts mit der Einstellung oder ob du dann gekündigt wirst oder so. Aber du wirst dann halt Rang 2 irgendwann. Wenn du eine Schnelligkeit im Durchschnitt erreichst, die halt größer ist. Und dann Rang 3 und Rang 4. Und dementsprechend wirst du halt behandelt, indem du quasi, du hast halt so gewisse Vorteile. Als Beispiel, es gibt immer so Versanddinger, die eilig sind. Das ist jetzt, ja, manche machen das ganz gerne, manche nicht so gerne. Du darfst dir aber aussuchen, ob du das machst. Aber es werden halt nur die Leute gefragt, die besonders schnell sind. Weil du musst quasi, normalerweise ist es so als Picker, du kriegst einen Scanner in der Hand und dann gehst du den Regal bla 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 und in den Regal sind dann halt mehrere. Bei dem anderen, was schnell gehen muss, läufst du halt durch die ganzen Dinger durch. Und sammelst halt nur die eine Bestellung. Dann ist halt Regal 8 und danach musst du zu Regal 38 laufen. Du hast natürlich viel mehr Zeit und so, aber du darfst, die sagen dir halt schon, in dem Moment, wo du den Auftrag annimmst, musst du halt hintereinander wegarbeiten. Und ansonsten mach bitte deinen normalen Job, weil da musst du dich nicht anstrengen, dass du schnell bist. Da kannst du ruhig quatschen, da sagt niemand was. Und ob du diese Aufträge machst, ist auch freiwillige Basis. Sie wollen halt einfach nur, wenn du Bock drauf hast, durch die ganze Halle zu laufen, dann sollst du die halt machen, aber gewissenhaft, weil die müssen halt am selben Tag noch rausgehen, die Sachen, bei Expresslieferung. Und ich habe mit einem Vorgesetzten gebrabbelt und er ist immer, dadurch, dass Amazon nicht kündigen darf nach Arbeitsleistung, heißt es halt leider, dass manche Leute übernommen werden dort, die halt echt nicht gute Zahlen haben, die halt echt schlechte Zahlen haben und manche, die Top-Leistungen bringen, werden einfach mal entlassen. Weil sie das nicht daran festmachen dürfen, auf die Arbeitsleistung. Was echt? Ja, das ist mies. Das ist echt mies. Das heißt, du kannst dir den Arsch rausreißen und dich anstrengen und jemand, der dort in der Gang steht und quatscht, könnte einfach mal übernommen werden und du nicht. Das ist halt scheiße. Ich weiß nicht, aber die Politik sagt halt, das wäre ungerecht, wenn man es da, weil dann würden ja alle so akkord arbeiten und das ist nicht gewollt und damit würde man Arbeitsbedingungen schaffen, die nicht gerade schön sind und deswegen müssen sie halt so entlassen, dass sie so rauswürfeln, wer entlassen wird. Es wirkt wirklich so ein bisschen, als wenn sie es verwürfeln würden, wer übernommen wird und wer nicht. Krass. Aber schreibt's mal in den Kommentaren, ob ihr das okay findet. Ich finde es eher besser, wenn man bei Amazon anfängt und weiß, okay, wenn ich mich jetzt anstrenge, werde ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit übernommen und derjenige, der keinen Bock auf das Arbeiten hat, wird nicht übernommen. Ja. Schreibt's mal drunter, wie ihr das findet. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Oh, guck mal, die Folge ist schon wieder so lang geworden. Wir sehen uns dann und vielen Dank fürs Zuschauen, meine Süßen. Vergiss bitte das Like nicht, das brauchen wir. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Zuhören und bis morgen dann. Tschüss. Mach's gut, bis morgen. Ah.